Ah, jetzt. So, wir machen weiter. Bei Evil Conquest 2. Letztes Mal haben wir ein Sternlevel gespielt. Waren... Was war das andere? Das war dieses UFO-Dings-Level-Teil. Raumschiff. Und genau, genau. Das stimmt. Das war das, ja. Das, da waren wir richtig in einem Raumschiff. Und dann waren wir auch in der Pyramide, die ein wenig gedauert hat bei mir. Jetzt sind wir schon in Welt 5 angekommen. Oh, das sieht auch jetzt schon grafisch schön aus. Aber das lief doch super. Ich habe noch gar nicht gesagt, von wem. Doch, haben wir gesagt, oder? Dass Dark das Pyramid-Level gebaut hat. Habe ich gar nicht gesagt, oder? Aber ich glaube, es war Dark. Wenn du es gesagt hast, dann ist es falsch. Oh, dann ist es von Lux, okay. Dann habe ich es noch nicht gesagt. Aber dann sind wir jetzt... Okay. Dann haben wir es jetzt gesagt. Wunderbar. Schießt er das bis ganz hoch? Ja, alles klar. Gut, dass ich nachgefragt habe. Macht er ja. Macht er. So, jetzt nehme ich mal einen Schutz hier mit. Tschüss, Schutz. Oh boy. Aber warum ducke ich mich überhaupt, wenn das durchlässig wäre? Nicht Problem. Okay, ich muss warten, bis der. Huch! Hä, da kommt die Plattform einfach hoch? Ja, das ist für den Fall, wenn man mit einem Panzer diesen Gegner zerstört, dann kann man nicht weiter. Oder mit einer Feuerblume. Das ist nämlich sehr, sehr häufig der Fall gewesen. Ah. Bei Testspielen von uns oder von anderen. Weshalb wir dann auch mal eine Plattform platziert haben. Okay, damit man sich retten kann. Ja, das ist so sinnvoll. Sehr freundlich. Oh boy. Oh boy! Boah. Das war knapp. Jawohl. Das ist sehr schön. Der kam genau richtig. Wow. Hi. Moin. Das hat nicht funktioniert. Wie ich das oben Midway Point. Okay. Den wollte ich jetzt erstmal auslösen, als ich ihn gesehen habe. Oh shit. Kleiner Fun Fact zu der Yoshi Coin. Ein bisschen weiter links. Ich muss mich kurz hier. Muss ich kurz ein State setzen. So. Okay. Ein kleiner Funfact zur Yoshi-Coin da oben längs neben dem Midway-Point. Die war ursprünglich sehr viel enger gebaut, sodass man da nur einen Block Platz hatte, um dort wieder rauszukommen. Und das wäre dementsprechend blöd, wenn man groß wäre. Weshalb es auch gemacht wurde. Gute Idee! Ja, tschüss, Pilz! So viel dazu. Yes. Und jetzt. Und jetzt zieht das Ding... Oh, das zieht jetzt... Okay, das ist kurz. Ja, man hat mehr als genug Zeit. Alles easy. Tötet mich an. Warum tue ich mich schon wieder? Warum ist das so ein Reflex? Den sollte man eigentlich nicht haben, wenn man in so einer Röhre ist, die nach unten in die Lava führt. Also wir haben da keinen platziert. Soll das hier so andersrum sein? Ja, das ist schon die ganze Zeit so. Auch in anderen Leveln auf der vierten Welt jetzt. Ist mir nur gerade jetzt wenn da irgendwelche anderen Objekte in der Lava sind. Ah, das symbolisieren, dass da halt der Boden verschwindet. Der Boden ist gerade. Huh. Did we do it? Oh, das sieht auch schön aus. Das hört sich nicht schön an, nee. Da ist wieder alles kaputt gegangen. Und diese großartige Musik. Donut Hole. Ja. Und was glaubst du, wer das Level gebaut hat gerade eben? Das gerade eben? Das gerade eben. Das ist wirklich schwierig. Ich gehe mal auf Dark. Das ist wieder falsch. Was weißt du überhaupt? Alter, lockt sofort im Angriffsmodus. Unfassbar. Ja, alles gut. Die ganze Zeit hier auf netten Scheinheilig und schon so viel. Unfassbar. So, geht das hoch? Hätte ich nie von dir gedacht. Nein. Nee, geht nur seitlich. Ist das ein... Den nehme ich mit. Vielleicht muss ich den da oben durchschicken oder sowas? Ja. Würde ich mal versuchen. Nicht du, ja. Das heißt, wenn ich den offscreen habe, ich ein Problem. Aber du hast ja Reset. Ja, ich habe auch jetzt ein Problem.
Ja, wenn du in die Lava springst, ist auch ein Problem. Okay. Game over. Ah, es war jetzt nicht so wild, da spielen wir nochmal bis zum Midway Point hin. Ja. Wir fangen jetzt nicht an zurückzuspulen. Das war ja ganz schön. Das eine Level weitere ist Anekdote zu jetzt dem, aber von Dark. Oh ja, das ist richtig. Dann komme ich schon mal direkt zur nächsten Anekdote vom Level. Und zwar ist das, weil wir schon im letzten Part vom sogenannten Super Mario World Hacky Turnier gesprochen haben, ist das hier die Qualifikation gewesen, um sich beim Turnier zu bewerben. Und wir sind damit auch reingekommen, tatsächlich. Ja, nice. Ja. Genau. Also das war unser Qualifikationslevel dafür. Hatte das dann irgendwie eine Platzierung oder war es einfach nur qualifiziert? Ja, nein. Das war einfach nur qualifiziert und reingekommen. Okay. Richtig. So, dann schicken wir dich jetzt mal auf eine Reise, Kollege. Oh mein Gott, da kommt ein Mancher. Was ist, wenn ich den Kiosk noch reset mache? Klar. Aber ich meine, du kannst ihn auch nicht dadurch töten. Ich glaube, du kannst ihn nur dort einsperren. Oh, wir sind nicht in Mario Maker. Wenn überhaupt. Wir drücken die sich einfach durch, ja. Also halt nicht Pilz. Ja. Das war jetzt nicht so. Wait, ich muss die auslöschen. Well, what? Nee, die musst du nicht. Das ist nur, damit du nicht von unten da nach oben durchspringen kannst. Ah. Ah, dann muss der hier runterfallen, oder was? Ja, genau. Und diese Blöcke zerstören. Ach, und die kann ich von selber nicht kaputt machen. Richtig, nur okay, das dann holen wir jetzt als erstes den Pilz. Hol dir mal zuerst den Pilz. Und hol mir zweimal den Pilz. Und bin happy. So, Kollege, du kannst übrigens her. Auch, wenn du gleich den Cooper-Panzer aufhebst, den Riga zerstören, damit er dich auch nicht behindert. Stimmt. Gut, dass ich ihn jetzt mitgenommen habe, aber es ist okay. Der Wickler stört nicht weiter. Ja, du kannst in der Theorie. Ach, ich bin doof. Ich hab nicht. Ja. Ich überlege noch, den Wiggler entfernen zu lassen da. Ach, wie gesagt, man kann es ja so machen, wie du es gerade gesagt hast. Das ist. Dann ist ja im Prinzip schon direkt Geschichte. So, ach, jetzt muss ich direkt wieder drücken. Ah, das war der Fehler. Und nochmal. Jawohl. So, jetzt haben wir's. Hallo, hallo. So. Oh. Ich kann da drauf nicht den. Nee. Boah, jetzt können wir das. Für mich ist das praktisch jetzt hier Boden. Also, nicht eben nicht Boden. Ja. Das ist nur, falls du ins Bein die mitgenommen haben solltest, dass du dann damit die Yoshi-Coin oder den Kristall bekommen könntest. Ah. Oder Diamanten. Was auch immer. Blasen hier. Hilfe! Nein. Schlecht. Langsam. Okay, wir sind chillen. So. Wir sind chillen. Uff! Gut, alles gut. Alles hier abgeräumt. Okay, das wäre jetzt für Dings gewesen. Oh boy! Pilz. Was ein Sprung. Uiuiuiui. Okay. Alles im Griff. Hey. Oh, das ist das gleiche Exit-Ding wie nach dem anderen. Genau. What the? Das war ein komischer Sound. Ja. Turnblock Tides. Gut. Gimmick dieses Levels. Ja, die gehen kaputt. Gut, dass wir das getestet haben. Das sind Turnblocks. Aber die dunklen gehen nicht kaputt, die sind durchlässig. Nee, das ist nur Deko. Ah ja. Richtig. Wow! Hab ich gesehen. Oh, ich mach die Musik schon wieder. Großartig. Oh. Wir haben auch wieder eine tolle Anekdote zu diesem Level. Vorbereitet natürlich. Da komme ich gleich zu, wenn du sagen kannst, was gebaut hat. Weil das auch immer so spannend ist. So relevant ist. Ich bin noch am Überlegen. Aber ja.
Wir machen es mal trotzdem, der Vollständigkeit halber. Ich habe jetzt damit angefangen. Machen wir das jetzt auch. Ich würde, keine Ahnung, ich würde spontan auf. Ja, es ist echt, wie gesagt, es ist echt schwierig. Ich krieg's nicht mehr so wirklich. Aber das ist ja gut, wenn das nicht so leicht auseinanderhalten kannst. Also anfangs fand ich es noch leichter. Da war es irgendwie so. Hab ich zumindest gemeint, ich könnte es noch unterscheiden. Oh mein Gott, hi! Da war Lava. Ich tippe auf Dark, aber keine Ahnung. Richtig. Genau. So, und zwar die tolle Anekdote zu diesem Level ist folgende. Und zwar der liebe Freaky Zockt oder Freak Gamer. Oder jetzt mittlerweile auch Fuki, falls man den kennt als Zuschauer hier. Der hatte mal in einer seiner kurzweiligen Super Mario World Hacking-Phasen eine Art Team-Hack angekündigt und dann gesagt, dass man, also dass die generelle Idee des Hacks war, dass man ein Gimmick in jedes Level einbauen sollte und dass halt jeder ein Level bauen kann, der möchte. Ja. Und meine großartige Gimmick-Idee damals, 2013, war Turnblocks. Ja, kommt das denn? War Turnblocks. Tolle Gimmick-Idee, ey. Großartig. Absolut. Naja. Aber hat er das genau. Überhaupt gemacht gehabt? Nein. Das hat doch nie stattgefunden, ne? Nein, das ist nie was geworden. Das ist bei anderen Dingen auch so gewesen. Beispielsweise hatte der halt auch wieder vor ein paar Jahren mal einen Super Mario World Contest. Ein Wettbewerb veranstaltet, auch über die Seite supermarioworldhacking.de oder smw.de. Ja. Auch worüber er dieses Projekt angekündigt hatte für den Team-Hack. Genau, den hatte er angekündigt, den Contest. Und wir haben Level eingereicht, aber dann wurde er nie bewertet, von ihm zumindest. Okay. Das ist auch großartig. Ja, ich habe so. Von ihm halt nicht allzu viel, was habe ich von ihm mitbekommen. Er hat... Was tue ich? Hauptsächlich hat er Let's Plays gemacht, oder? Ja, früher hatte der Werft Let's Plays gemacht. Mittlerweile hat er ja... Er hat ihn wieder online gestellt. Aber nicht alle. Und auf allen Videos, die jetzt wieder online sind, sind die Kommentare deaktiviert. Ja. Und bei denen, die halt jetzt nicht online sind, das sind dann die Freunde, die Let's Plays oder Parts von Sachen, wo seine Ex-Freundin zum Beispiel mit dabei war, sind dann nicht mehr zur Verfügung gestellt. Aber, das wird ihn wahrscheinlich nie erreichen, deswegen kann ich das jetzt hier sagen. Es gibt ein Video auf seinem Kanal, da ist seine Freundin dabei, da hat er aber vergessen, das in den Titel zu schreiben. Dieses Video hat er auch dementsprechend nicht gelöscht. Er hat nur die gelöscht, wo es im Titel stand. Richtig. Okay. Hier gibt es da noch so ein paar Geheimnisse. Viel habe ich von ihm nicht das war jetzt falsch, was ich getan habe. Das war kompletter Quatsch. Das war vom Timing ein bisschen blöd. Ja, viel habe ich von ihm irgendwie nicht mitbekommen. Ab und zu habe ich mal ein paar Videos von ihm gesehen. Irgendwas hat er doch auch gebaut, irgendwelche Hacks. Bin ich jetzt komplett dumm. Genau, ja. Der hat Masoas und Orb of the Kings. Orb of the Kings war von ihm! Und Mario's Escape from Chuck Island. Aus irgendeinem Grund packe ich Orb of the Kings immer zu Mavo, aber das ist Blödsinn. Ja, das war von Freaky. Mavo 7, ey. Das war von... Oh mein Gott, ja, das war von Freaky. Aber Orb of the Kings war... Also für mich damals war das so ein Hack, wo ich immer gesagt habe, der ist ganz cool gemacht. Habe ich damals auch so gesehen. Ja, zu der Zeit, ja. Zu der Zeit war der richtig cool. Vor allen Dingen, weil es ja dann auch Mirko gespielt hat. Ja, Mirko hat ihn, stimmt, Mirko hat ihn auch gespielt, ja. Das war Out of the Kings. Freaky. Das Video gibt mir 5 Sterne. Und schmeiß den Scheiß halt kaputt. Ah, die Rage Compilation von Mirko, die er selber hochgeladen hat. Ja, genau. Ja. Die war, das ich bin auch froh, dass die noch online sind. Ja, der macht ja auch. Die sind alle inaktiv, was ist los? Ja, so viele Leute, an die man sich erinnert und die einfach nicht mehr da sind. Bei Freaky war das ja so, er hatte, er hat ja Let's Plays gemacht, dann hat er irgendwann angefangen zu livestreamen und halt mit YouTube aufgehört und halt immer wieder gesagt, so, ja, YouTube interessiert mich nicht mehr so und, diese Livestream, das,
dass ich mehr mit den Leuten interagieren kann, passt mir besser. Und dann hat er aber immer so, sag ich mal, innerhalb in so 6 Monatsabständen immer wieder mit YouTube wieder angefangen für eine Woche und dann hat er wieder aufgehört. Oh wow. Aber was mache ich nicht? Ich habe doch einen Playpoint schon gehabt. Das letzte Neue, was er da gemacht hat, war halt der Kanal Warpipe, wo er dann gesagt hat, es wird... Da kann ich ja gerade mal prüfen, ob es jetzt immer noch mehr Videos gibt. Wie hieß der Kanal? Warpipe. Hä? Da sollten dann wöchentlich... Ja, Warpipe. Da sollten dann wöchentlich neue Meinungsvideos, Reaction-Videos oder, weiß nicht, so Top-Listen von... Genau. Weiß nicht, mein Lieblings-Nintendo-Spiele beispielsweise oder Mario. Das letzte Spiele. Video ist halt von vor 2 Monaten. Ja, der gut funktioniert. Insgesamt 12 Videos, die halt innerhalb von so innerhalb von Januar und Februar hochgeladen wurden, mit dem Versprechen, ja, 2020 wird er mit YouTube wieder voll durchstarten. Und ja. Ah, also er ist so Ankündigungsding und dann macht er mal nicht. Ja. Okay. Und dann hat er halt seinen anderen Kanal, da hat er jetzt die Videos wieder freigestellt. Und ich glaube, er hat da auch gesagt, dass er wieder mit Let's Plays weitermacht, aber das ist dann auch nach 3-4 Tagen weiter, dann mir ist was passiert, ich mach das jetzt doch nicht. Okay. Ja, gut. Wieder. Unter dem Namen Fuki. Fuki. Genau. Es gibt so viele Leute, die von früher, wo man die Namen noch kennt, aber eigentlich gar nicht mehr. Die sind alle nicht mehr. Ah, das ist eigentlich schade. Emero macht ja jetzt auch nur noch Livestreams. Ja gut, Emero streamt, oder? Aber... Ja gut, die Streams finde ich aber gut, die er macht. Also wenn ich dann mal ab und zu reinschaue. Da hat er ja auch ab und zu mal, jetzt aktuell nicht mehr gerade, aber immer mal wieder eine Phase, wo er wieder SMB-Kram bringt. Das ist dann schon ganz cool. Ah genau, da müsste ich den auch mal fragen, ob er das hier spielen will, weil er hat auch Evil Congress 1 gespielt. Aber im Moment hat er jetzt, glaube ich, nicht mehr was mit. Also gerade jetzt ist er wieder nicht mehr so... Ich denke, das kommt meistens dann wieder, wenn es halt viele Hacks gibt, die so irgendwie neu sind. Keine Ahnung. Fragen kann man ihn natürlich immer. Ja, Fragen kostet nichts. An sich ist er da. Nice. Oh. Oh, ich sehe, wo er war. Da komme ich nicht mal ran. Okay. Oh. Dann machen wir das nachher. Jetzt habe ich erstmal die Blumen. Du musst es ja so sehr schön durch mit der Blumen. Ja. Hätte ich auch gerne, würde ich gerne behalten, die Blumen. Lieber ein Chuck, lässt du mich bitte die Blume behalten? Dankeschön. Krieg neue, danke. Was das war, nicht was er mir gebraucht hat. Ah, ich kann mir nochmal ein Leben. Was glaubst du eigentlich, dass er gebaut hat? Ich warte noch ab. Oh. Warte noch ab auf die eindeutigen Zeichen, die kommen. Kurz mal in die Glaskugel schauen. Ja, genau. In die Zukunft blicken. Also im Moment tendiere ich zu Lux. Das kann ich mal sagen. Alles klar. Bin ich denn komplett lost? Ach, was mache ich denn schon wieder? Das ist natürlich jetzt so doof gelaufen. Oh hey, das ist ja irgendwie verbrannt. Ja moin. Das funktioniert nicht. Ach, White, ich kann das so machen. Du kannst ihn auch von der Seite treffen. Oder so. Oh, ich muss aber aufpassen, wenn ich da klein reingehe und nicht schnell genug wieder rauskomme, dann habe ich zwar das Leben. Aber komm, generell, wenn du da reingehst und wieder rausgehst. Oh, stimmt, mit groß ist es also nicht gedachte, der gedachte Weg war, indem man auf dem Chuck, der die Footboards tritt, immer oh, der macht die kaputt. Und damit man, genau, die der Chuck macht die kaputt. Ah. Weil das ist immer noch Lava, damit man sich nicht aufhalten kann. Richtig. Extra dann gedacht. So, das wird schon wieder... Oh mein Gott! Das wollte ich nicht. Aber ist egal. So, die schieße ich weg. Ja, moin.
Das war natürlich jetzt ein Bau. So, erst Pilz. Dann machen wir das jetzt mal, wie es gedacht ist. Und Abflug. Bam! Was machst du mit Abflug? Oh. So haben wir uns das gedacht. Aber ist ja auch nur ein Extra, was halt nicht notwendig ist. Ja, ich brauche das Leben gerade sehr dringend, da ich nicht shoppen gehe. Und eigentlich ja keine Selbstsätze zur Verfügung haben sollte. Ach, was tue ich denn? Das hier war übrigens auch mal ein Level, was auf einem Power-Up basiert ist, das keine Ahnung gekommen ist. Genau. Und zwar war es das Raketenschuh-Power-Up. Vielleicht kennst du das. Damit konnte man immer so ein bisschen noch hinfliegen, hätte man gesprungen. Genau. Ist. Aber dann war das komplett anders gebaut damals, weil du kannst es ja jetzt so spielen. Nee, das war also nicht komplett anders gebaut. Das ist schon noch sehr ähnlich zu dem, wie es vorher war, halt nur umgebaut, sodass man jetzt nicht mehr rumfliegen muss. Aber was war dann anders? Also ich komme ja so jetzt auch ohne irgendwelchen Raketenanschub hier durch. Ja, ich sage jetzt halt zum Beispiel so Plattformen wie da wären halt nicht da gewesen. Ach so, ja, okay, als die Plattform. Also, dass man einfach. Ja, ein paar Plattformen, also, aber halt. Okay, ja, das ergibt dann schon wieder Sinn. So, wir brauchen den Midway Point noch. Ich meine den Secret Exit. Den Midway Point kannst du auch gerne nochmal sammeln. den sollte ich eher nicht sammeln, weil sonst komme ich wieder an den Schlüssel nicht mehr ran. Ja, dann muss ich noch was Level durchspielen. So, aber schönes Level. Ich bleib bei Lux. Das ist leider falsch. Das ist trotzdem ein schönes Level. Das ist halt ein schönes Level von Dark. Huch. Danke, danke. Freut uns generell sehr zu hören. Oh mein Gott, das tue ich. Wenn sie gut ankommen. Oder auch wenn sie nicht gut ankommen. Nein, sie kommen doch insgesamt. Kritik ist gerade erwünscht. Ja, das auf jeden Fall. Auch Lore hat schon geschrieben, was ist das für ein guter Hack? Er will den runterladen, aber gibt noch nicht. Genau, der Hack kommt sehr bald raus. Ein genaues Datum haben wir immer noch nicht. Ich weiß leider auch nicht, wann die C3 draußen ist, weil schon jemand in den Kommentaren auch geschrieben hat, dass die eventuell bis dahin. Letzte C3 war jetzt halt im Januar, jetzt ist dann im Sommer. Aber ja, dem werden wir jetzt halt dann alles fertig haben, wenn wir noch einfach zwischendurch. Ja, gut, aber bringt es irgendwas bis zu dieser C3 zu warten? Ich meine, man haut doch einfach die Hexen raus. Nee, es ist halt. Eine Promo-Ecke. Ja, aber in dem Sinne bringt es auch eigentlich. Also. Klar, das ist so eine Promo-Ecke, wo dann halt mehr Leute drauf gucken, aber es gucken auch wieder weniger Leute drauf, weil wenn die halt nur sehen, es ist ein Hack, der rausgekommen ist, dann sind eigentlich schon auch wieder weniger Leute einfach. Ja, also ich muss den hochwerfen, ich bin eine Nuss. Ich muss den, jetzt habe ich das gecheckt, ich dachte, ich kann da hochspringen. Also ich sehe das halt irgendwie so, wenn diese C3 ist, kommen ja ganz viele Hacks auf einmal raus und dann gehen ja auch ganz viele Hacks dadurch auch unter. Ja, hat Vor- und Nachteile. Vielleicht machen wir noch einen Release-Trailer dafür. Wir haben ja schon 3 Stück für Evil Conquest 2 gemacht. Das ist das, was ich auch immer bei der, also so cool ich die E3 und alles finde, aber das sind ja so viele Sachen, die vorgestellt werden. Da kann sich doch keiner auf alles dann noch konzentrieren. Das ist so, ich weiß nicht. Ja. Das ist so diese Überfülle, jeder haut ein richtig krasses Zeug raus. Und, ja. Wir gucken mal, wie wir das machen. Habt ihr, apropos E3, die kleine Nintendo Direct gesehen? Jo. Ich hab durchgeskippt, tatsächlich. Ja, also durchgeskippt hab ich. Aber ich hab mitbekommen, was alles da ist. Jeden Trailer am Stück geschaut. Seid ihr auch enttäuscht gewesen, oder war es so für euch? Okay, passt. Es war halt eine Direct Mini, jetzt nicht vom also nicht von der Zeit her, sondern halt vom von den Sachen, die da vorgestellt wurden. Ja. Deswegen, ich bin vollkommen zufrieden damit. War schon, ich finde schon, also hat ein Video, was ich gesehen habe, hat jemand gesagt, es war schon schlau, dass sie das einfach nur so schnell hochgeladen haben und nicht jetzt angekündigt haben und einen Livestream draus gemacht haben, weil dann sich nicht irgendwelche Idioten davor setzen, darauf reacten und dann total enttäuscht sind, dass jetzt nicht 3 neue Zelda-Spiele angekündigt wurden. Ja. Grüße gehen raus an Nintendo an der Stelle. Ja, ich weiß nicht, ich bin halt auch komplett ohne Erwartung reingegangen und ich meine, die Sachen, die sie vorgestellt haben, passen. Ich setze nichts, was ich jetzt großartig spielen werde. Aber 50 Club aus Games.
Wobei, das fand ich sogar ganz cool. Gerade mit Online-Modus und so das weiter, der dann nicht funktioniert. Das ist, kann ich mir schon vorstellen. Es ist WePlay. Aber dann auch wieder nicht. Nein! Gib mir den. Ja, WePlay Tanks ist drin. Ja, die haben das Tanks-Level eingebaut, das ist richtig. Aber es ist relativ wenig WePlay. Es ist wirklich mehr so Brettspielkrams und sowas. Ja. Also schon Geschäftsspiele, die einfach jeder kennt. Es wird dann gesagt, ja, es sind so und so viele, es sind Brettspiele und Gesellschaftsspiele. Golf, Fisch. Ja, gut, da haben sie dann ein bisschen noch so den Special-Kram eingebaut, aber es ist ja ganz gut so. Ja. Wenn es jetzt wirklich nur so keine Ahnung, Schach, Mensch ärgere dich nicht, Sammel, Surium wäre, die brauchen so ein paar Sachen, die dann wieder einen reizen zum Kauf. Also mich zum Beispiel würde das Golf und so weiter, das würde mich dann schon wieder reizen. Ich denke jetzt nicht, dass ich es mir holen werde, aber es wäre was ich interessant finde. Ich würde es mir vielleicht holen, wenn es mal reduziert wird oder halt nicht unbedingt 60 Euro kostet. Soll das 60 Euro kosten? Ich weiß es nicht. Aber. Ach komm, was? Wenn es ein Spiel ist, weiß ich nicht. Aber wenn es so ein kleineres Ding ist, was irgendwann mal im Angebot ist für 20 Euro, dann vielleicht schon. Ja. Kann man sich ja mal überlegen. Ich bin auf jeden Fall großer Fan vom Ring Fit Adventure Update. Ja! Ja! Da bin ich großer Fan von. Same. Ich spiele das ja sehr aktiv. Das ist super. Ist generell ein tolles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Ja, wirklich. Ich habe das und spiele es aktiv. Ja, spiele ich es jetzt nicht, aber ich habe es auch. Gestern in der Webcam gespielt. Ja. Aber das Rhythmus-Ding habe ich schon ausprobiert, das finde ich tatsächlich cool. Hast du es auch schon ausprobiert? Ja, habe ich. Den Rhythmus-Modus, aber tatsächlich nur ein, zwei Songs. Ja, also ich hatte erst gedacht, die haben jetzt wirklich ganz viele so Custom-Songs eingebaut, aber es ist ja doch recht wenig. Wurde ja auch gesagt, das waren 18, glaube ich. Also irgendwie so einige, die auch schon im Spiel drin sind. Genau, die meisten sind ja im Spiel drin und dann kommt noch so Zelda, Breath of the Wild Medley und sowas noch rein, aber es war recht wenig, da habe ich erst gedacht, da kommt mehr in den Medley. Ja, richtig, das. Da habe ich mich auch gefragt, okay. Vielleicht. So, jetzt wie mache ich das jetzt hier, dass ich das nicht wieder versaue? Jetzt, wo man die Sache nicht mehr Wii irgendwas nennen kann. Nein! Oh. Ach, komm schon. Ich konnte gerade nicht sehen, was da passiert ist. Er ist gerade unter der Brücke hergelaufen, quasi, wo das Keyhole war. Mit dem Schlüssel in die Lava rein. Das ist natürlich. Ich habe den Schlüssel endlich mal mitnehmen können und dann. Ah! Warum bin ich denn so? Schönes Level, man spielt immer wieder gerne bis zum Midway Point. Also langsam kann man dann auch weiter. Das kann man ja immer noch. Da kann man ja noch eine kleine Änderung reinmachen. Ja, aber ich wollte fragen, ob das vielleicht sinnvoller wäre, ob wir die Totenkopf-Plattform auf 4 Totenköpfe statt 2 erhöhen sollen. Nein. Ja. Nein. Ja, oder am Ende meine ich, dass man nicht unter der Brücke herlaufen kann, dass es irgendwie halt ineinander übergeht. Also ihr könntet höchstens. Ich glaube, die Stelle mit dem Schlüssel, also um den Schlüssel zu bekommen, fangen, ist halt blöd tricky. Mit dem Block. Wenn du lässt einerseits den Block los, dann musst du gleichzeitig den Schlüssel fangen und nochmal auf der Plattform landen. Aber keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich stelle mich nur an. Das ist nicht schwierig. Ja, ich glaube, das war nicht. Sieht schon sehr komplex aus, was man da machen muss. Aber dass die nur zwei Plattformen hat, das finde ich okay, weil es passiert ja nicht viel. Du musst ja kaum Sachen ausweichen. Also das finde ich okay mit den zwei. Das ist richtig. Okay. So. Ich muss einfach nur ruhig bleiben. Ich muss die sammeln. Was ihr machen könntet, aber dann deutet ihr an, dass da ein Schlüssel ist. Ich wollte sagen, so eine Plattform, auf der der Schlüssel noch landen kann. Was mit dem man da noch abholen könnte. Achso, vielleicht so eine nur Sprite, so eine Plattform. Ja, aber damit deutet man halt irgendwie an, dass da noch was ist. Und wenn man den Block nicht sieht, das. Damit verratet ihr so ein bisschen das Secret. Das wieder. Schwierig.
Also das ist im Moment das Hauptproblem, was ich habe, dass ich den nicht fangen kann. Und wenn ich ihn fange, dann lande ich in der Lava. Aber ansonsten, ich keine Ahnung, es kommt mir nicht schwer vor. Ich stelle mich nur an. Und man kommt ja auch sofort wieder hin. Also. Das stimmt. Ich glaube, das Level ist zum Glück nicht so lang. Ansonsten kannst du auch gleich einen Safe-Tab. Wenn man sich einfach ein bisschen möchtest. Konzentriert, ist das alles kein Thema. Oder gut. Das lass es so, das ist. Ich bin einfach nur doof, das ist alles. Okay. So. Wie lange nehmen wir schon auf? Halbe Stunde ist es jetzt, das heißt, wir können wieder bei dem Stern-Part hier aufhören. Mit dem Part. Das Level wird auch toll. Mhm. Ich bin gespannt. Wir werden es im nächsten Part sehen. Danke fürs Zuschauen. Und. Tschüss. Ciao. Tschüss.